Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und einen wunderbaren Auftakt in den Endlos-Lockdown, der heute wohl wieder beschlossen wird. Bis 18. April dürfen wir wahrscheinlich weiter in dem Lockdown verharren. Auch das ist eine Folge letztendlich eines gigantischen Politikversagens, das immer greifbarer wird dazu später. Jedenfalls wird das ein Thema sein in diesem Video, und es wird um Jerome Powell gehen, dessen Auftritte in dieser Woche, und um die Renditen und um die türkische Lira. Das ist das, was gleich zu Wochenbeginn im Fokus ist. Gehen wir erstmal, bevor ich mich zu emotional äußere, hier zu den Amerikanern, zu dem, was in der letzten Woche passiert ist. Am Freitag haben wir nochmal gesehen, verbale Intervention von Jerome Powell, der gesagt hat, ja, also wir haben zwar diesen SLR-Geschichte, die haben wir nicht verlängert, gell, aber wir können jederzeit ja wieder praktisch was anderes und so weiter. Und überhaupt werden wir die Wirtschaft so lange unterstützen, bis wir mindestens 10% Wachstum dauerhaft haben bei einer Inflation von -3%. Nein, also auf jeden Fall passt all das nicht zusammen. Das ist nach wie vor der Fall. Aber am Freitag haben sich die Märkte noch mal etwas beruhigen lassen. Gleichwohl die letzte Handelswoche an der Wall Street leichte negativ. Und es wird jetzt wieder interessant, was die Renditen machen. Das wird in dieser Woche im Fokus stehen, auch weil eben Jerome drei Auftritte hat in dieser Woche. Das Problem ist, was die Fed jetzt letztendlich hat, ist ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wenn sie zum Beispiel jetzt noch weiteres QE betreibt oder das QE ausbaut, also die Anleihekäufe ausbaut, dann würde das bedeuten, dass sie eine ohnehin wahrscheinlich schon überhitzende Wirtschaft noch weiter anheizen würde. Also sagen die Märkte übergeordnet eben, pass auf, die Fed wird früher oder später vom Gaspedal deutlich herunter müssen, als sie es jetzt zugibt. Deswegen treiben wir die Renditen nach oben. Und all das ist sozusagen dieses Ringen zwischen der Fed und den Märkten. Wer ist hinter der Kurve? Derzeit sieht es so aus, als sei die Fed hinter der Kurve. Aber wir haben in dieser Woche drei Auftritte von Jerome Powell. Der erste heute, das dürfte allerdings nicht wirklich interessant werden. Da wird er im Rahmen einer Veranstaltung der Bank für internationalen Zahlungsausgleich sprechen. Geht es um Zentralbankinnovationen. Ja, was haben die zentralen Banken jemals irgendwie innovativ gemacht? Fällt mir jetzt nicht so fürchterlich viel ein, aber dann wichtig wird es dann morgen. Powell mit Yellen zusammen vor dem US-Abgeordnetenhaus, Testimony, und am Mittwoch dann vor dem US-Senat. Das werden dann die entscheidenden Wegweiser möglicherweise sein, aber es ist letztendlich so, es bleibt eben, Powell wird weiterhin diese Linie fahren und die Märkte werden sagen, wir sehen es aber ein bisschen anders. Und jetzt kommt noch dazu in dieser Handelswoche, wir haben Anleiheemissionen in den USA, nämlich eine zweijährige, eine fünfjährige und eine siebenjährige Anleiheemission in dieser Woche, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils. Das wird wichtig, und wir sehen jetzt, dass die Renditen nach unten gegangen sind im asiatischen Handel. Wir sind jetzt wieder deutlich unter der Marke von 1,70% für die US-10-jährige Staatsanleihe, 1,668% aktuell. Also wir sehen, dass die Renditen zurückkommen. Ist das positiv für die Aktienmärkte? Nicht wirklich, muss man sagen. Nasdaq, ja, etwas besser. Also die Tech-Werte, die jetzt ein bisschen profitieren können, aber insgesamt ist doch ein etwas verwaschenes Bild jetzt am Montag erkennbar. Wir sehen vielleicht jetzt mal Gewinnmitnahmen schlichtweg, weil eben diese Bonds überverkauft sind. Wenn die Renditen steigen, dann fallen die Kurse der Anleihen. Die sind sehr deftig und sehr saftig gefallen seit einiger Zeit. Möglicherweise ein Rücksetzer, mal ein temporärer Rücksetzer, weil eben auch wahnsinnig viele Leute auf diese steigenden Renditen wetten. Und wenn da mal was in die andere Richtung geht, dann wird der eine oder andere vielleicht mal hier Gewinne realisieren. Und eines der zentralen Themen ist eben, wie schaut es aus mit der Inflation? Das genau ist ja mit der Grund für die steigenden Renditen, nämlich die Inflationserwartungen. Wir sehen hier mal die Break-Evens, also die Märkte, die diese Inflationserwartungen einpreisen. Dann sehen wir, ja, man erwartet eine hohe Inflation, aber die geht dann allmählich wieder zurück, dürfte aber so diese Break-Evens nach wie vor über der 2% Zielmarke der Fed liegen. Also, wir werden durchaus, so sagen zumindest die Break-Even-Märkte,
hier eine hohe Inflation bekommen, aber es wird nicht eskalieren, es wird aber über 2% bleiben. Die FED sagt ja, wir werden kurz mal überschießen und dann wieder runterkommen. Wir sehen in der Positionierung der Anleger, derzeit ist relativ FANG oder FANG MG, also mit Microsoft, was da alles noch so rumkrebst, eben bei diesen FANG-Aktien. Sehen wir, dass wir möglicherweise eben jetzt mal eine Rotation wieder aus der Rotation bekommen, dass man also möglicherweise, was ich heute schon andeuten könnte, wenn die Renditen weiterfallen, dass dann der Nasdaq wieder besser läuft, dass man aus Value raus rotiert, wieder in Tech, also diese linke Tasche, rechte Tasche spielt, das irgendwie gefühlt schon seit Wochen und Monaten der Fall ist. Das wird also möglicherweise das Thema in dieser Woche. Wir sehen, dass ein höheres Wirtschaftswachstum nicht automatisch zur Inflation führt. Hier mal eine Grafik, die zeigt, wie schaut es denn aus 1950 bis 1977. Sehen wir links hier Wachstum und rechts Inflation. Wir haben teilweise Phasen, wo eben sehr viel Wachstum und kaum Inflation waren, aber es kann eben durchaus auch Phasen geben, wo sehr viel Inflation und wenig Wachstum ist. Und genau das ist möglicherweise das Worst-Case-Szenario, dass wir sehr viel Inflation haben und wenig Wachstum bis Stagnation, also die sogenannte Stagflation. Das könnte ein entscheidendes Thema werden. Und ich sprach vorhin von dieser Rotation aus der Rotation. Wir haben ja Dow Jones extrem stark, dieser Russell 2000 Nebenwerteindex, auch der DAX, eben da, wo viel angebliches Value ist. Da sieht man aber, dass gerade eben höhere Zinsen, also Kapitalmarktzinsen und höhere Inflation eigentlich schlecht für die Profitmargen sind, gerade für diese Value-Werte. Dementsprechend ist eigentlich nicht so ganz verständlich, warum auch die Value-Werte so ein bisschen so tun, als würde sie das nichts angehen, was mit diesen höheren Kapitalmarktzinsen der Fall ist. Das wird durchaus ein wichtiger Punkt werden, denn es sind diese Value-Werte nicht selten ziemlich dick verschuldet und dann steigen also die Kosten für die Bedienung dieser Kredite. Dann ist die Frage, kann man wirklich, wenn die Inflation steigt, wenn die Inputkosten derartig steigen, also die Kosten für die Unternehmen so stark steigen, was zuletzt der Fall war, kann man das wirklich weitergeben an die Endkunden? Oder muss man dann an Marge einbüßen? Das hatte ich öfter schon erwähnt, dass wir möglicherweise hier ein paar negative Überraschungen sehen, was die Berichtssaison aus dem ersten Quartal betrifft, weil eben die Kosten schneller gestiegen sind als das, was die Unternehmen dann an die Kunden weitergeben konnten. Und wir sehen dann im Tech-Bereich jetzt aber Woche in der Aussagen, zum Beispiel von Cathie Wood, die mich haben ein bisschen schaudern lassen, weil man sieht, wie abgehoben diese Dame ist. Ja, dieser Tech-Guru Cathie Wood mit ihrem ARK Invest, Tesla und so weiter. Sie wissen das. Jetzt sagt sie, ich erwarte, dass Tesla auf $3000 steigt im Jahr 2025. Aktuell ja so um bei $650 oder $700. At that price, company could be worth 3 Billion. Wäre also dann 3 Billionen wert. Im Best Case könnte Tesla auf $4000 steigen 2025 und im schlechtesten Fall Bear Case $1500. Also da ist jemand schon so ein bisschen abgehoben. Und Sentiment Trader sagt hier richtigerweise, anyone who essentially puts a zero probability of a decline over a 4-year time frame is a messiah, not an analyst. Also da wird überhaupt kein Downside-Szenario mehr gesehen. Das zeigt so ein bisschen, wo wir aktuell stehen. Wenn jemand wie Cathie Wood so abdreht und erfolgreich war in den letzten Jahren, aber dermaßen abdreht, dass man das Gefühl hat, das ist schon so ein bisschen, naja, JWD, dann zeigt das, dass die Risiken im Markt nicht gerade geringer geworden sind, vor allem übergeordnet. Cathie Wood könnte so einer der Baustellen sein, einer der Glieder sein, die als erstes in die Luft fliegen und dann sozusagen den Gesamtmarkt auch gefährden könnten. Schauen wir uns mal hier die Situation charttechnisch an, hier von Michael Silver Charts. Wir sehen oben den S&P 500. Eigentlich alles okay, Ausbruch nach oben, jetzt kommt man zurück, vielleicht wird man wieder auf diese gebrochene Aufwärtstrendlinie aufsetzen, aber interessant, der NYSE, also praktisch der Index, der alle an der New Yorker Stock Exchange erfassten oder notierenden Aktien hier beinhaltet, sehen wir diese extrem steile Geschichte, diesen extrem steilen Aufwärtstrend, kommt jetzt allerdings an einen Widerstand und könnte eben aus diesem Aufwärtstrend, aus diesem extrem steilen Aufwärtstrendkanal rausfallen, muss man sehen, ob das passiert. Und was die Märkte verunsichert hat, schon im asiatischen Handel, ist das, was Recep Erdogan gemacht hat. Der hat mal eben wieder den Notenbankchef gefeuert, weil der die Frechheit hatte, die Zinsen anzuheben um 2%, um die massive Inflation in
der Türkei zu bekämpfen. Und ich erzähle Ihnen das alles, A, weil es für die Märkte heute wichtig ist und B, weil es ein bisschen an Cathie Wood erinnert. Ich sehe die Türkei praktisch als das schwächste Glied. Wenn da mal was in die Luft fliegt, dann wird es hier erst die Türkei sein und im Tech-Sektor eben Cathie Wood. Das sind so die Problemstellen aus meiner Sicht. Jedenfalls sehen wir, dass Erdogan diesen Notenbankchef gefeuert hat, der eben Inflation durch Leitzinsanhebungen bekämpfen will. Jetzt hat er einen Notenbankchef installiert, der ihm schön nach dem Mund redet und der ebenso wie Erdogan die ziemlich singuläre These vertritt, dass steigende Zinsen die Inflation anheizen. Okay, da muss man sagen, das ist ein bisschen ungewöhnlich und eigentlich von allen anderen wird das anders gesehen, aber vielleicht haben wir da eben einen türkischen Messias, der schlauer ist als wir anderen. Ich vermute, das ist natürlich der Fall. Dabei war die türkische Lira, wie Sie hier sehen, die erfolgreichste Währung oder die beste Währung seit Jahresbeginn, ist also zum US-Dollar gestiegen, aber jetzt sagte zum Beispiel Société Générale, die türkische Notenbank hat ein Riesenproblem, denn sie hat kaum mehr Währungsreserven. Mussten ja schon öfter die Lira stützen durch Käufe der Lira und Verkäufe von Dollars. Also das wird jetzt eine ganz harte Geschichte und man erwartet eben eine Krise, eine Währungskrise in den USA. Und das dürfte eines der großen Themen jetzt in den nächsten Wochen sein. Emerging Markets, die ohnehin schon schlecht gelaufen sind in letzter Zeit und die Türkei als schwächstes Glied, wenn man so will, weil die es am ärgsten getrieben haben mit extremer Verschuldung der Haushalte, mit einer hohen Inflationsrate, mit einer Erdogan, der sozusagen eigentlich, so eine Art Unfall in Zeitlupe darstellt. Man fragt sich, wann das Ding explodiert. Dass es explodiert, scheint relativ klar. Es ist nur die Frage, wann es explodiert mit dieser Politik, zumindest mit dieser Geldpolitik. Und wir sehen hier die Reaktion Dollar-Lira. Zunächst massiv der Dollar zur Lira gestiegen, 15, 16, 17% im Hoch, dann wieder ein bisschen zurückgekommen. Möglicherweise versucht die Notenbank in der Türkei doch ein bisschen zu stützen. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Und jetzt kommen wir zu Deutschland und großartiger Corona-Politik. Wir haben ja es wirklich hinbekommen in der ersten Corona-Welle. Da galt Deutschland als Musterknabe. Dann haben wir den Sommer komplett verpennt und haben uns gedacht, ja, wir sind ja die Größten, wir sind die Geilsten. Da machen wir mal am besten gar nichts und dann überrascht uns die zweite Welle wie aus dem Nichts. Dabei sehen wir doch bei allen Pandemien, dass es eigentlich spanische Grippe etc. immer eine zweite Welle gibt. Das hat man also ein bisschen unterschätzt, hat sich nichts vorbereitet. Dann kam der Impfstoff, dann vertraut man einer von der Leyen, die ihre mangelnde Kompetenz schon hinreichend hat belegen können, die Verhandlungen mit den Impfstoffherstellern an. Und während andere, die hier durchaus schlechten Leumund haben, wie Netanyahu aus Israel, sich ans Telefon hängen und sagen, okay, was braucht ihr? Wo können wir euch unterstützen? Wir helfen euch mit Daten in Israel. Israel gibt ja die Daten weiter, was für die Pharmafirmen in dem Fall dann durchaus Lerneffekte hat, jenseits einer gewissen Problematik, aber dennoch wird da eben anders agiert und die hochbürokratische EU, die arrogant ist, der Westen, die westliche Arroganz, hier zum Ausdruck bringt, indem man zum Beispiel keine chinesischen Impfstoffe, keine russischen Impfstoffe überhaupt ins Auge gefasst hat. Jetzt tut man das. Ich hatte kürzlich ein Interview mit der chilenischen Gesundheitsministerin gelesen, die gesagt hat, ja, wir haben Sinovac, diesen chinesischen Impfstoff, mit Sinovac arbeiten wir seit Jahrzehnten zusammen, das funktioniert gut, aber wir im Westen haben geglaubt, wir sind natürlich die Allerbesten und brauchen das nicht. Jetzt haben wir zu wenig Impfstoff, jetzt wird über Sputnik verhandelt. Wir haben dann eine großartige App entwickelt, die so großartig datenschutzrechtlich war, dass es sie überhaupt nichts gebracht hat. Jetzt will man doch es irgendwie so machen, wie man es eigentlich hätte von Anfang an machen müssen. Dann erlaubt man zum Beispiel Mallorca-Urlaub, wo die brasilianische Mutante der Fall ist, aber erlaubt nicht, dass die Leute irgendwo, keine Ahnung, in Mecklenburg-Vorpommern unterkommen. Das sind alles Dinge, die einfach nicht mehr gehen, die irgendwann einen die Hutschnur platzen lassen. Das ist einfach grobes Versagen, man muss es sagen. Ja, es ist schwierig in einer Situation zu agieren wie in einer Pandemie, gar keine Frage. Das ist nicht leicht, aber es gibt Dinge, die haben sich angekündigt, eben wie die zweite Welle und da ist nichts passiert. Also das Versagen der Regierung wird immer greifbarer und der Unmut der Bevölkerung wird nachvollziehbarerweise immer greifbarer, weil wir faktisch die Rechnung dafür bezahlen, unsere Kinder bezahlen die Rechnung und wir bezahlen sie auch ökonomisch. Hier sehen wir mal
den Ausblick oder das, was die EZB erwartet hier in Sachen Wachstum oder was Wirtschaftswissenschaftler erwarten. Und das könnte, wenn dieser Lockdown so weitergeht, dann könnte sich das immer weiter nach hinten verschieben. Und da fragt man sich schon, was machen die Asiaten besser, was machen auch die Amerikaner inzwischen besser als wir. Das ist unglaublich. Jetzt überlegt man sogar Ausgangsbeschränkungen, die verfassungsrechtlich hoch problematisch sind. Überlegt diese Geschichte mit Schulen. Wir haben jetzt eine 7-Tage-Inzidenz in Deutschland von über 100. Das ist also etwas, was immer dramatischer wird. Ein Stück bei Todeszahlen noch relativ gering. Die könnten aber mit den steigenden Fallzahlen dann weiter ansteigen. Und jetzt will man sozusagen von einem Werk in den Niederlanden, das den AstraZeneca-Impfstoff produziert, sagt die EU zu UK, also passt mal auf, das ist hier für uns und nicht für euch. Die Briten wollen eben auch Lieferungen haben aus diesem Werk in Holland. Also da bahnt sich jetzt der nächste Streit an zwischen der EU und der UK. Die Briten lachen sowieso über uns und zeigen mit dem Finger auf uns und sagen, gut, dass wir da raus sind aus der EU. Und jetzt sagt sich die EU, ja okay, aber ein bisschen produzieren tun wir den Impfstoff auch, dann kriegt sie halt keinen Impfstoff. Also es wird immer dramatischer, immer wüster, immer skurriler, diese ganze Geschichte. Man kann es nicht anders sagen. Es ist natürlich ein Symptom eines Abstiegs, den Europa schon, oder auf dem Weg des Abstiegs ist Europa schon länger. Aber Corona ist ein Wahrmacher und Corona zeigt eben, wie dieser Abstieg derzeit funktioniert. Werden die Märkte absteigen? Es ist ein bisschen unruhig jetzt heute Morgen. Wir haben nicht die typische Montagsrallye, das ist heute erkennbar. Bislang zumindest. Wir sehen Renditen fallen, aber die Aktienmärkte reagieren bislang nicht mit Erleichterung. Wir sehen Dollarstärke, das könnte das große Thema werden. In dieser Woche, Hedgefonds haben jetzt das erste Mal ihre Negativeinstellung zu dem US-Dollar gedreht. Die merken, das könnte vielleicht in die andere Richtung fahren. Also das wird jetzt einer der Punkte neben den Renditen, die zu beachten sein wird. Auftritte von Paul, Renditen und der ewige glorreiche Lockdown. Das ist das Einzige, was unseren Politikern hier einfällt, mit Ausgangspunkt. Beschränkungen. Also langsam wird es ein bisschen viel, muss ich sagen. Mir platzt manchmal die Hutschnur, wenn ich den einen oder anderen Politiker sehe. Das ist jetzt keine billige Politikerschelte, sondern ich verstehe, dass die Entscheidungen oft schwierig sind, gerade wenn eben das Terrain unsicher ist. Aber wir wissen ja jetzt über das Virus immer mehr und treffen doch so lange die falschen Entscheidungen, bis wir mal wirklich was lernen mit unserer Bürokratie, mit unserer Langsamkeit im Kopf und auch mit unserer Arroganz. Das ist eine unschöne Mischung. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.